Hi Leute, die Chance ist relativ hoch, dass wenn ihr diesen Kanal hier abonniert habt, ihr schon mal von diesen Dingern hier gehört habt. Den China-Shops. Viele von ihnen locken mit scheinbar perfekten Angeboten zu richtig guten Preisen. Aber ob man diesen Versprechungen wirklich trauen kann oder ob man da vielleicht lieber nicht einkaufen sollte, das klären wir heute in diesem Video. Und wenn ihr hier seid und noch nicht abonniert habt, dann macht es am besten einfach mal. Wäre echt nett. Viel Spaß! Und das ist auch quasi schon die erste Lektion, die ihr euch merken solltet. Denn ich weiß, dass gerade China-Shops hier bei uns im Westen noch nicht so den besten Ruf haben, aber prinzipiell ist es genau wie bei uns. Shop ist halt nicht gleich Shop. Das heißt, wenn ich hier irgendwie zu Kick gehe, ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter, als wenn ich zum Beispiel zu Ikea gehe und da meine Deko kaufe. Und das ist in China prinzipiell auch nicht anders. Leider. Denn die Liste der China-Shops ist lang. Also sehr lang. Es gibt sie quasi wie Sand am Meer. Deswegen beziehe ich mich in dem Video nur auf die zwei Shops, wo ich schon selber gekauft habe. Banggood und Gearbest. Und naja, Wish. Aber das lassen wir nochmal außen vor, denn dazu kommt mein ganz, ganz eigenes Video. Das Ding ist einfach der absolute, das ist so bescheuert. Das ist... Bleib ruhig. Wir bleiben ruhig. Yep, ihr kennt es sicherlich schon. Das Problem mit den Fake-Bewertungen. Und was auf Amazon schon so ein kleines Problem ist, ist in China halt nochmal eine ganze Nummer heftiger. Ich habe quasi noch nie in meinem ganzen Leben ein Produkt in China gesehen, was nicht mindestens 4 Sterne hatte. Und naja, das heißt, den Produktbewertungen ist halt irgendwie nicht so ganz zu trauen. Das bedeutet, auf die kann man sich einfach nicht verlassen. Und deswegen umso wichtiger, checkt, was ihr kauft, bevor ihr es kauft. Und damit meine ich, googelt einfach. Nehmt euch euren Computer zur Hand und tippt einfach mal ein, was ihr dann gerade so kaufen wollt. Sucht euch einen Blog, guckt euch YouTube-Videos an, was auch immer. Hauptsache, ihr achtet nicht zu hart auf die Produktbilder, denn die sind meistens einfach dreist gefaked. Wie zum Beispiel die von dieser Drohne hier. Also wenn das Ding diese Aufnahmen macht, dann glaubt mir, dann wäre ich der allererste, der das Ding kaufen würde. Also achtet absolut nicht auf Bilder. Wie aber bereits erwähnt, sind gerade YouTube-Videos extrem praktisch, um das Produkt dann wirklich mal in der Realität sehen zu können, weil man hier halt nicht perfekte Produktbilder, perfekte Belichtung und sowas hat, sondern man sieht einfach mal, wie das Produkt wirklich in echt aussieht, wenn es irgendjemand in der Hand hat, der jetzt kein Cinematograf ist und die krassesten Aufnahmen macht. Oder halt einfach gut in Photoshop ist. Also YouTube-Videos sind da extrem wichtig. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, ne? Ihr wisst, jetzt der Zeitpunkt. Denn eines ändert sich wohl in keinem Shop, egal wo auf der Welt. Natürlich gibt es gute No-Name-Produkte, die auch ich verdammt gerne kaufe und vorstelle. Ich meine, dafür ist der Kanal ja da. Aber Marken bieten meistens nochmal eine etwas bessere Qualität oder zumindest kann man davon ausgehen, dass wenn die letzten Produkte gut waren, die nächsten auch gut werden. In China gibt es zum Beispiel Xiaomi, Vivo, aber auch Blitzwolf, also so größere Namen, die man im Westen eher weniger kennt. Und da noch ein Pro-Tipp, wenn ihr nicht wisst, ist diese Marke jetzt legit oder nicht, dann nehmt euch wieder einfach euren Computer in die Hand und tippt das ganze Ding mal ein. Wenn ihr dann Webseiten findet, die noch halbwegs gut aussehen, ist die Marke meistens relativ legit und bietet wahrscheinlich eine etwas bessere Qualität. Trotzdem an der Stelle ganz klar, darum geht es ja auch irgendwie beim China-Shopping, probiert einfach mal Alternativen aus. Gerade wenn die Produkte ein bisschen günstiger sind und ihr euch nicht 100% sicher seid, ist die Quali jetzt wirklich ganz so geil oder nicht, überlegt euch einfach, ist es mir das wert, ja oder nein. Denn so kann man halt auch mal günstige und gute Alternativen entdecken. Denn klar, bei Kamera-Equipment und sowas sollte die Quali schon immer stimmen. Aber es gibt halt auch Artikel, wo es nicht ganz so wichtig ist, ob irgendwas jetzt aus rostfreiem Stahl gemacht ist oder halt aus Plastik. Kommen wir damit aber zum fast schon wichtigsten Punkt in diesem gesamten Video. Gleich vorweg, der Standardversand aus China dauert in der Regel so 20 bis 30 Tage, lässt sich aber natürlich mit ein bisschen hiervon doch noch ein bisschen beschleunigen. Und ja, das Ding ist ziemlich leer. Viel mehr Angst solltet ihr aber vor diesen Leuten hier haben. Und nein, da geht es nicht um die komische Rakete im Hintergrund. Keine Ahnung, warum die da so chillt, ist wahrscheinlich so ein Ami-Ding, keine Ahnung. Nein, es geht um das Wort Customs, denn Customs sind der natürliche Feind des China-Shoppers. Denn das Letzte, was ihr wollt, ist, dass euer Paket beim Zoll hängen bleibt. Denn erstens ist es einfach total nervig, weil ihr da erstmal hinkommen müsst und der Zoll meistens ein bisschen außerhalb ist. Das heißt, das dauert, bis man da mal angekommen ist. Nein, wenn es richtig gut läuft, dürft ihr auch erst noch Zollgebühr
und dann noch 90% Mehrwertsteuer drauf zahlen und naja, so kann euer Top-Deal aus China ganz schnell mal zur Kostenfalle werden. Aber wie kriege ich das hin, dass ich keine Zollgebühren zahlen muss und halt auch keine 90% Mehrwertsteuer? Gut, dass ihr fragt. Das ist zum Glück relativ einfach. Denn sowohl Banggood als auch Gearbest bieten die sogenannte Priority Line bzw. den Germany Express an, je nachdem, wo ihr halt bestellt. Das bedeutet im Grunde einfach nur, dass der Verkäufer sämtliche Kosten übernimmt und das Paket dann ganz einfach am Zoll vorbeigeht, direkt vor eurer Haustür. Also im besten Fall, wenn DHL liefert. Also immer hübsch dran denken, sobald ihr was bestellt, was über die 22 Euro Freigrenze hinausgeht, immer hübsch Priority Line bzw. Germany Express auswählen und ihr seid auf der sicheren Seite. Am Ende seid ihr aber mit allem fertig. Ihr habt einen guten Deal gefunden, das Produkt gecheckt, habt beim Versand alles richtig gemacht, aber am Ende bleibt noch eine Frage. Bestellen oder nicht bestellen? Sind China-Shops wirklich vertrauenswürdig? Und was soll ich sagen? Ja, zumindest bei Gearbest und Banggood ist bei mir über die Jahre eigentlich nie was richtig schiefgelaufen. Bei über 50 Bestellungen sind gerade einmal 2 nie richtig angekommen und auch das ließ sich dann mit dem Kundensupport echt ziemlich einfach lösen. Genauso wie bei Amazon, bei uns halt auch. Letztlich war mein Vertrauen dann sogar so groß, dass ich Ende 2017 meine bisher größte Bestellung bei Gearbest, nämlich über 350 Euro eine Drohne bestellt habe, wo ich gerade bei Elektronik und der Einfuhr nach Deutschland echt ein bisschen Panik hatte, dass das Ding selbst mit Priority Line gut hier ankommt. Und naja, auch da ging alles ohne Probleme, der Postbote hat geklingelt und mir das Ding nach 20 bis 30 Tagen Lieferzeit easy in die Hand gedrückt. Also auch da alles super. Ein kleiner Tipp am Rande noch, wann immer möglich würde ich immer versuchen, wenn ich in China online einkaufe, mit PayPal zu zahlen. Das liegt nicht irgendwie daran, dass ich mit PayPal irgendwie einen krassen Werbedeal habe oder so. Leider. Nein, das liegt einfach daran, dass euch PayPal den sogenannten Käuferschutz bietet. Das heißt, wann immer ihr bei Gearbest oder Banggood vielleicht dann doch mal ein Problem hattet, also ich hatte jetzt keine, aber wir kennen ja das mit dem Glück, irgendwann passiert es dann halt doch, könnt ihr einfach, wenn Gearbest und Banggood sich querstellen und sagen, nee, du kriegst dein Scheißgeld nicht zurück, wir rippen dich jetzt ab, einfach mit PayPal Kontakt aufnehmen und die überprüfen dann nochmal, wurde der von dem China-Shop vielleicht abgerippt? Und wenn die dazu kommen, dass ihr halt der Geschädigte seid, dann kriegt ihr von PayPal euer Geld wieder und habt so nochmal einen Extraschutz, den ich auf jeden Fall immer mitnehmen würde, egal was ich kaufe. Seit 2015 habe ich also die verschiedensten Dinge in China Online-Shops bestellt. Da werden einmal meine Racing-Drohne, verschiedene Lautsprecher, Kugelschreiber, Schraubenzieher, Videokugelschreiber, Kameras und naja, sogar meine Deckenleuchte selber kommt auch aus China. Im Grunde läuft es also genau wie hier bei uns auch. Informiert euch vorher, was ihr kaufen wollt, von wem ihr es kaufen wollt und in diesem Fall auch, wie ihr es genau hierher bekommt, gerade wenn es um Elektronik geht. Rechnet dann noch eine etwas längere Lieferzeit ein und ihr seid prinzipiell schon auf der sicheren Seite. Denn letztlich ist es mit den chinesischen Online-Shops genauso wie mit denen, die wir hier auch haben. Die meisten sind einfach ganz normale Geschäfte, wollen ihre Kunden halbwegs gut bedienen und sind daher einfach vertrauenswürdig. Und wenn ihr die Tipps beherzigt, die ich euch heute gezeigt habe, kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Und egal was ihr macht, kauft nicht bei Wish. Dazu wird nochmal ein eigenes Video kommen, der Laden ist einfach komplette Scheiße. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier heute mal wieder angeguckt habt. Ja, ich hoffe, euch haben die Tipps geholfen. Wenn das so ist, dann ja, bestellt fleißig in China und teilt auf jeden Fall das Video mit allen Leuten, die auch mal überlegt haben, ob sie nicht vielleicht mal im China-Shop bestellen sollen. Denn ich habe versucht, so ein paar Tipps irgendwie mit einfließen zu lassen, die ich so über die Jahre herausgefunden habe, die vielleicht auch ganz nützlich sind, wenn man gerade mal überlegt, sollte ich da jetzt bestellen oder nicht. Also teilt das Video auf jeden Fall, wenn ihr darauf Bock habt. Schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen soll, was ihr euch sonst noch so für Themen wünscht. Ansonsten lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis dahin, macht es gut. Ciao.